Dem 2. März 1859 in dem ukrainischen Städtel Переяслав ist geboren geworden der große jüdische Schreiber Sholom Aleichem von Reim Shulam Rabinovich. Die Kinderjuren hat der kleine Shulam verbracht in dem Städtel Voronke, wo sehr oder so schön beschrieben in seinem biografischen Buch von ihm geriet. Seine erste literarische Proben hat Sholom Rabinovich gemacht in Hebräisch. In Jiddisch ist er herausgetreten zum ersten Mal in 1883 in Zederbäums Jüdische Volksblatt mit der Erzählung Zwei Steiner. Von 1883 bis 1890 hat der Schreiber gelebt in Kiew. Bekommendig ein Jerusche von seinen Reichen schwer, hat er geführt mit Heurem, geprüft Glück auf der Börse. Das hat ihm gegeben die Möglichkeit, herauszugeben die jüdische Volksbibliothek. Aber Gorgich hat seine Geschäfte geplatzt und Sholom Aleichem hat gemusst schwer horven mit der Pen, die zu machen erleben. In 1906 ist er gekommen in Amerika, aber endgültig hat er sich besetzt in New York erst in 1914, zu jener Zeit schon genug krank. Wir können sagen, als die jüdische Presse hat ihm du aufgenommen mit der Breitenburg-Habe. Seine letzte paar Jahre hat Sholom Aleichem gelebt in Neut, aber nicht herausgelassen die Pen von Hand bis der letzte Tag von seinem Leben. Lomiran bloß der Monen, das wichtigste Werk von unserem Klassiker. Tevje der Milchiker, Menachem Mendel, Motl Peise dem Hasens, von Kasrilevke, Meises für jüdische Kinder, Orme und Freiliche und andere. Gestorben ist Sholom Aleichem in New York, in 1916.